Hans-Georg Maaßen, wir haben unmittelbar nach dem Überfall der Hamas auf Israel in einer Sendung miteinander diskutiert und Sie haben irgendwann im Laufe der Sendung gesagt, Sie befürchten, je länger die Auseinandersetzung dauert, je größer ist die Gefahr, dass eine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet. Mein Eindruck ist jetzt, dass wir weltweit ja bereits eine Diskussion erleben, wo vielfach diskutiert wird, ob die Reaktion Israels verhältnismäßig war, ob sie angemessen war, ob sie gar sogar alternativlos war. Kann man einen solchen Überfall überhaupt, kann man auf einen solchen Überfall überhaupt verhältnismäßig reagieren? Sie haben damals die These formuliert, dass genau das passieren wird. Und mein Eindruck ist, das läuft jetzt gerade ab. Ja, nach wie vor muss ich sagen, ist es für mich auch noch rätselhaft, wie dies passieren konnte. Es gibt verschiedene Erklärungsmuster, aber es ist rätselhaft, dass die Hamas in der Lage war, einen derartigen Überfall so durchzuführen und dass die israelische Armee und die Dienste die Bevölkerung nicht schützen konnten. Ich finde, es war falsch gewesen, dass die Regierung Netanyahu danach weiter im Amt ist. Ich sage das vor dem Hintergrund, dass jemand wie Herr Netanyahu, der natürlich die Verantwortung, politische Verantwortung auch für die Ereignisse trägt, ganz anders international und militärisch agieren muss, als wenn es jetzt ein Ministerpräsident wäre, der neu gewählt ist und der, ich sage mal, ganz cool entscheiden kann, wie er jetzt gegen die Hamas vorgeht. Ich will damit sagen, dass vielleicht die Reaktionen der Regierung Netanyahu gegenüber der Hamas im Gazastreifen vielleicht auch zu einem guten Teil darin begründet sind, dass er sich innenpolitisch exkulpieren muss, mit Blick eben auf die Vielzahl an Toten, die er nicht verhindern konnte. Und ich halte es einfach für richtig, wenn auch mit Blick auf dieses für die Israelis, ich sagte mal 9/11 vergleichbar, also das, was in New York und Washington am 11.09.2001 passierte, denke ich, dass die Israelis hier gut beraten wären, cool und mit Augenmaß zu reagieren. Denn sie dürfen nicht vergessen, um sie herum sind nur Feinde. Nur Feinde. Und die Täter-Opfer-Umkehr, von der ich sprach, nämlich auch in der Außenpolitik war, nicht nur hier auf der Straße in Berlin und anderswo in Europa, sondern auch in der Außenpolitik. Und das kann wirklich gefährlich für Israel sein.